Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Und wir sind wieder da nach ein paar Aufnahmeschwierigkeiten. Also, was heißt Aufnahmeschwierigkeiten? Shadowplay hat einfach nicht mitgeschnitten, weil ich anscheinend also entweder nicht richtig gedrückt habe oder nicht die richtige Tastenkombination benutzt habe, um die Aufnahme zu starten. Deshalb starten wir jetzt mit einer Schuld einfordern, mit der nächsten Sequenz einfach direkt. Ich kann euch sagen, was ich vorher noch gemacht habe. Ich habe hier ein bisschen erkundet. Ich hatte, letzte Folge hatten wir noch eine Assassinenmission oder so einen Auftrag gemacht. Ansonsten, ich habe die Schatzkarte gefunden, das Teil, das war hier. Das war ein Plan für eine Galionsfigur für das Schiff. Ich habe auch jetzt schon ein ganzes Stück weitergespielt. Es sind ungefähr 2 Stunden Aufnahme, die ich da im Prinzip verkackt hatte. Hatte ich nur Audio und ja, war echt super. Wir legen jetzt aber endlich mal los. Und die Mission hier war eigentlich ziemlich cool oder ist eigentlich sehr cool. Die hat sehr viel halt so diesen, oder sehr stark diesen Assassinen-Charakter. Das finde ich halt ziemlich cool. Dass man hier so viel mit dem Schleichen machen kann und so. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Bin hier natürlich dann so ein bisschen aufgeblüht. Ich habe es nicht ganz ohne Kampf geschafft. Aber fast. Fast habe ich es geschafft und ich finde, das kann man mir anrechnen. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal, weil es denn so spaßig war. So, gucken wir mal da. Da kommt zwar einer, aber das schaffen wir vorher darüber. Und okay, aber können wir mal gucken, ob wir den da umlegen können. Schießen ist hier halt echt eine Scheißidee. Das habe ich auch in dieser letzten Aufnahme erfahren müssen. Okay, also der kommt nicht her, da bin ich zu weit weg. Aber der könnte doch herkommen. Na komm. Dann haben wir nämlich gleich unsere Nebenmission geschafft. Ey, Alter, jetzt komm doch mal her. Das kann doch nicht sein. Und tschüss, Mister. Ah, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Ich hätte nämlich gerne die Klingen. Ja, genau. Dafür finde ich die einfach viel besser. So. Wie war das denn hier jetzt? Ja. Gucken, dass der da jetzt kommt. Was wir jetzt auch nicht mehr machen können, da hinten war noch eine Schatzkiste. Die habe ich dann auch gleich noch mitgenommen. Die war da hinten rechts. Und tschüss, Mister. So, und den Typen. Den erledigen wir jetzt so. Und tschüss. Erbeuten. Und dann tragen wir ihn auch noch weg. Das wäre nämlich ansonsten ein bisschen. Ah, man kann außerdem so lustig mit der Leiche durch die Gegend hoppeln. Auch eine schöne Sache. Achso. Ja, jetzt müssen wir hier mal gucken.
Genau, hier irgendwo müsste der Typ dann gleich runterkommen. Da ist er. Jo, jetzt wird uns hier nochmal das Pfeifen erklärt, was wir eigentlich schon direkt in der ersten Aufnahme geschafft haben. Ich kann jetzt blöderweise nicht darüber rennen. Also ich könnte schon, aber das würde einfach irgendwie alles viel schwieriger machen, als es sein muss. Und das ist blöd. Und jetzt klingelt echt meine Tür. Moment. Das ist echt blöd. So, da bin ich wieder. Ja, meine Maklerin hat geklingelt, war super gerade. Ja, sie wollte wissen, ob man auch mit dem Schlüssel von außen die Wohnung aufschließen kann. Dinge, die wirklich wichtig sind. Oh, das war natürlich ultra blöd gerade. Verdammt! Das ist mir in der letzten Aufnahme auch passiert, also wir wiederholen das einfach direkt genauso, wie es war. Wunderschön ist das, oder? Man kann es sich nicht schöner vorstellen. Jetzt bin ich ja total raus. Ich liebe es, wenn mir sowas passiert. So, wir hauen uns jetzt mal kurz ein bisschen schneller hier durch, denn hier passiert uns eh nichts Großartiges. Ah.
So, jetzt warten wir noch mal ganz kurz, was der Typ hier da ist. Na, komm her. Und weg ist er. So. Hier mit der Beute und dann erledigen wir den noch. Und mitnehmen. Wie gehabt. So, durch die Gegend hoppeln. Ablegen. Und los geht's. So. Und schwuppt erstmal da rein. Dann gucken wir doch mal. Da ist er. Ja, Pfeifen kennen wir schon. Weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Controller nicht richtig funktioniert. Ich hoffe, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Jetzt schon. Das wäre nämlich ja, ultra ätzend. So, wäre schön, wenn der jetzt herkommen würde. Und weg ist er. Okay, also drei Wachen aus dem Hinterhalt oder sowas haben wir auch schon geschafft. So weit kann er doch gar nicht fallen. So. Da war vorhin eine kleine tricky Sache. Mit dem Scharfschützen. Und kommst du mit? Kommst du bei die Telefonie? So, nehmen wir auch noch mit. Was haben wir noch? Okay, jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Da vorne müssen wir hin. Ah, genau, da kommt der Typ. Hm, wenn ich schnell genug bin, dann... Okay, also ich war nicht schnell genug. Ich glaube, hier kommt ansonsten noch keiner mehr her. Kann ich ihn da drin verstecken? Oh. Coole Sache. War da nicht noch ein dritter Typ? Ich könnte mal ein bisschen Licht gebrauchen. Hallo, Licht. So, ich weiß jetzt gerade nicht. Dass der Typ mich da sieht. Ach, das war so kacke mit dem. Also der Scharfschützer da oben macht Probleme. Das hatte ich auch schon das letzte Mal. Was machen wir denn da jetzt? Also da ist auch nichts mehr zum Verstecken. Also man kann sich da hinten ein bisschen verstecken, aber eigentlich ist das besser, da hochzuspringen, also rüber zu rennen. Boah, ich weiß nicht. Boah, wir machen das jetzt einfach mal.
Wow, das hat, wenn das geklappt hat, ne? Ich fress ein Wesen. Na, komm her. Nicht so schreien. Das merken doch die anderen. Das ist ja krass. Ich glaub's nicht. Boah, wenn jetzt da nicht der dritte Typ kommen würde. Ich hatte die ja letztes Mal auf jeden Fall fertig gemacht. Ich weiß jetzt nicht. Ey. Oh, das ist ja übel jetzt hier gerade. Oh, aua. Nein. So, wow. Ey, also hier, echt, das war gerade ein bisschen nervenkitzelig. Was gibt's denn eigentlich da vorne noch so? Können wir mal ganz kurz auf die Map gucken? Ah, okay, das ist hier alles nicht so nah. Nö, 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 dann gucken wir uns hier mal die Tür an und öffnen die Tür. Und schauen, was passiert. Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain Leckmich. Euer Kapuvre Pison. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen! Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch! Ich hab euch doch eure Schätze gebracht! Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Mission beendet. Okay, nicht den Kämpfe verwickeln lassen. Das hab ich halt einfach nicht drauf. Das ist nicht mein Ding. Will ich auch gar nicht. Wir machen jetzt erstmal weiter. Und, tja, wir sehen leider nicht mehr so schmuck aus wie die ganze Zeit, wenn man uns unsere Assassinenrüstung entwendet hat. So, und ich glaube, wir machen erstmal nochmal eine ganz kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.